Stell dir vor, ich bin im Gebäude, merke, dass irgendwo ein Feuer ausbricht. Das sind 12, 13, 14 andere Leute mit mir in diesem Gebäude. Ich rufe Feuer, alle raus. Stell dir vor, in diesem Moment würden Leute anfangen zu fragen: Hey, wie kommst du auf die Sache? Woher weißt du, dass da ein Feuer ist? Hast du das nicht vielleicht nur ausgedacht? Ja. Das ist nicht smart. Das ist nicht clever. In Situationen, in denen schnell gehandelt werden musste, ist es sehr, sehr hilfreich, zu vertrauen und auf den Worst Case zu setzen. So, wenn wir evolutionär, also wir gehen durch die Weide, wir sehen im hohen Gras hinten, wie es sich bewegt. Wir können sagen, das ist nur der Wind. Wir können aber auch sagen, shit, vielleicht ist das ein Tiger. Und zu glauben, dass das ein Tiger ist, hat uns hierher gebracht. Es ist wichtig, mit dem Worst Case zu kalkulieren. Deswegen, so was so nationale Strategien angeht, mehr Richtung Februar, März, angesichts eines unbekannten Viruses, mit Viren sind immer eine exponentielle Gefahr. Lockdown zu machen, ist die absolut und einzig richtige Entscheidung. Wir reden ja auch oft darüber, über die nationalen Strategien. Wir reden oft darüber, Lockdowns, Masken, Abstand. Natürlich, ohne Frage. Ich meine, der asiatische Raum, der hat das schon seit Jahren verstanden, dass das hilfreich ist, um Infektionskrankheiten zu vermeiden. Und wir sehen das ja auch an allen Ecken und Enden, dass es natürlich dafür sorgt, dass wir uns weniger infizieren. Genauso mit dem Testen. Du kannst nur das managen, was du misst. Und wenn du musst eine Idee darüber haben, wo sich die Hotspots befinden, wo die Leute sich infizieren. Und das ist auch eine coole Bewegung oder eine coole weitere Entwicklung natürlich jetzt, dass wir mehr dezentralisiertes und hochfrequentiveres Testen bekommen mit den Schnelltests, die rauskommen. Die brauchen eine höhere Genauigkeit an den einen oder anderen Punkten. Wir müssen besser verstehen, wann wir sie einsetzen, anhand ihrer Genauigkeitswerte. Aber dadurch können wir mit der Zeit eine viel, viel größere Flexibilität daran gewinnen, schnell die Leute, die infiziert sind oder auch erkrankt sind, zu isolieren und die anderen aber auch schnell wieder am Leben teilhaben zu lassen. Das ist ja auch genau das, was die Vision davon ist. Und dann natürlich einen Impfstoff zu entwickeln, ist der nächste logische Schritt und voller Support. Ich meine, da ist keiner dabei, der sagt, wir hauen das Ding jetzt einfach raus, sondern es muss sicher sein. Absolut, es muss sicher sein und es muss eine gewisse Effektivität zeigen. Und die Studien zeigen auf jeden Fall, dass es eine Effektivität zeigt und die Sicherheit ist auch erstmal gegeben. Da sind noch ein paar Hürden zu überwinden und das muss auch alles mit der nötigen Sorgfalt gemacht werden. Aber dann ist natürlich ein Impfstoff gerade für die Leute, die am meisten betroffen sind, ein wichtiger nächster Schritt. Wenn wir über so nationale Strategien sprechen, reden wir aber auch immer wieder darüber, dass wir wissen, dass gerade die Leute am schwersten betroffen sind von viralen Infektionen, ob das jetzt Influenza ist, andere Virenerkrankungen oder halt das Coronavirus, dass die Leute am schwersten betroffen sind, die eine nicht optimale Immunsignatur haben. Was ist die Immunsignatur? Das Immunsystem besteht aus vielen verschiedenen Schichten, angefangen bei Schleimhautimmunität, gehend über Antikörper, B-Zellen, T-Zellen etc., bis hinein in die Tiefe des Immunsystems, ins Komplementsystem. Und wir wissen, dass es manche Leute gibt, die einfach eine Immunsignatur haben, die mit den chronischen Erkrankungen auch viel assoziiert ist, die mit dem Bluthochdruck assoziiert ist, die mit dem Diabetes assoziiert ist, die mit dem erhöhten viszeralen Körperfett, entzündlichen chronischen Entzündungen assoziiert ist, die einfach Menschen in eine sehr viel schlechtere Position bringt, mit einer Viruserkrankung umzugehen, weil das Immunsystem einfach an ganz vielen anderen Baustellen überaktiv ist oder unteraktiv ist. Deswegen kann man nicht sagen, überaktiv ist gut oder unteraktiv ist gut. Wir reden immer von der Immunsignatur, weil das also die individuelle Ausprägung des Immunsystems ist. Und wir finden halt eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe bei Leuten mit Problemen im Energiestoffwechsel, auf die das Immunsystem halt enorm angewiesen ist, zum Beispiel. Fettstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel, Diabetes, aber auch Prädiabetes. Und das, was wir jetzt zur nationalen Strategie halt auch immer wieder sagen, ist, ja, das ist super, das ist geil. Lockdown, Masken, Abstand, nationale Teststrategie, Impfung. Aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Baustein, die Optimierung der Immunsignatur, und zwar als nationale Strategie. Nicht als Entweder-Oder, aber als gemeinsame nationale Strategie, das Volk darüber aufzuklären. Und wir haben ja die nationalen Institute angerufen, wir haben die Deutsche Gesellschaft für Ernährung angerufen, haben gefragt, warum auf ihrer Homepage nicht national darüber aufgeklärt wird, wie die Menschen ihre Immunsignatur verbessern, weil wir wissen, dass viele der bekannten Risikofaktoren für einen schweren Verlauf modifizierbar sind. Da handelt es sich über Faktoren des Fettstoffwechsels, über Faktoren des Zuckerstoffwechsels, Faktoren des Immunsystems, also entzündliche Mediatoren,
wo wir wissen, dass sie modifizierbar sind und wir wissen zum großen Teil auch, wie sie modifizierbar sind. Und zwar nicht irgendwie, muss ich es jetzt tun und in 4 Jahren sieht es besser aus, sondern innerhalb von Wochen. Ne?